Yo, hallo Leute! Willkommen zurück bei meinem Let's Play Need for Speed Shift 2 Unleashed. Ja Leute, danke, dass ihr wieder dabei seid. Leute! Jetzt sieht man auf einmal ein viel größeres Menü als im vorigen Part, aber wir gehen natürlich auf die Karriere. Okay, such dir ein Rennen aus und dann ab auf die Strecke. Okay, bringen wir dich zurück auf die Strecke. Du fährst jetzt in der Kategorie Modern D. Wir fangen zwar einfach an, aber nicht langsam. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Alles klar. Eine Sache noch, bevor du loslegst. Wir müssen über deine Erfahrung sprechen. Alles, was du tust, bringt Erfahrungspunkte. Sammle Erfahrungspunkte, um neue Wagen und Events zu bekommen. Du kassierst mehr Geld und hast mehr Optionen für Dekorfolien, Lackierung und Felgen. Im Rennen gibt's Erfahrungspunkte, wenn du perfekt startest, einen Gegner überholst oder genau auf der Ideallinie bleibst. Außerdem gibt's nach dem Rennen auch noch Bonuspunkte. Die Bonuspunkte hängen von deiner Platzierung ab und wie sehr du die Gegner dominiert hast. Außerdem zählt noch, wie viele Eventziele du erfüllt und ob du die Strecke beherrscht hast. Erfahrungspunkte gibt's auch online, wenn du im Multiplayer oder über Autolog gegen Freunde fährst. Im Prinzip musst du für Erfahrungspunkte hart kämpfen, schnell fahren und oft gewinnen. Jo Leute, das kennen wir schon alles, denke ich mal. Ja, mein Lenkrad schwimmt gerade ein bisschen, vielleicht kriegt ihr es mit. Jetzt geht's aber. Okay, fahre eine saubere Runde. Ja, super, jetzt ist es schon weg. Dein erstes Rennen in der Dämmerung. Die Sicht ist nicht wirklich berauschend, aber du kommst damit klar. Alles klar, Rangers. Mal schauen, wie ich jetzt zurechtkomme mit langsamen Wagen. Ja Leute, mein erstes ganz normales Rennen. Okay, ja. Okay, Stadtkurs mag ich nicht. Aber ja Leute. Sie kleben ja ein bisschen im Heck. Wow. Ah, hier eine perfekt gefahrene Kurve. Ich muss mich ja erst ein bisschen reinfahren. Boah. Okay, letzte Kurve ein bisschen auf die Bremse. Ja, versuchen wir doch mal alle Kurven hier zu meistern. Okay. Die Kurve gilt es noch zu meistern.
Jawohl, Leute, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Boah! Habt ihr das gesehen, wie es da mein Auto abgehoben hat? Ja, ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier mache. Ach, schade, jetzt habe ich die doch nicht mehr gemeistert, die Kurve. Na egal, das Rennen haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wahnsinnig gut gefahren. Jawohl, Leute. Echt gut. Das erste Rennen direkt mal gewonnen hier. Oh, knapp den nächsten Rang verpasst. Ah, hier auch cool eine Übersicht, wie schnell ich gefahren bin. Ja, Leute, da könnt ihr mich schlagen, könnt ihr mir auch gerne posten, wenn ihr mich da geschlagen habt. Was mir an dem Spiel nur zurzeit ein bisschen lang... Super gefahren. Das ist dein erster Rekord im Autolog. Im Autolog kannst du deine Freunde in der Need for Speed Community treffen. Du hast ein eigenes personalisiertes Fahrerprofil. Es gibt Statistiken über deine Siege, Preise und Favoriten. Und du wirst immer darüber benachrichtigt, wenn es einen neuen Rekord gibt. Deine Freunde können Events empfehlen und Autolog präsentiert dir zusätzliche Vorschläge. In der Galerie kannst du Fotos und Wiederholungen teilen. Am Steuer sitzt du zwar allein, aber Autolog eröffnet dir eine große Community mit vielen Konkurrenten. Ja, Leute, da hat er mich unterbrochen. Mein schöner, Tippgeber. Ich wollte sagen, dass mir die Ladezeiten ziemlich lange vorkommen. Genau, Monster kommt jetzt noch. Das nehmen wir jetzt noch rein. Viel auf Höchstgeschwindigkeit. Und da unten rechts steht auch regionale Bestleistung und Weltrekord. Nice, finde ich das. Wahrscheinlich vom Autolog. Okay. Jetzt geht's zur Sache. Monza konzentriert auf 2 Grad und ein paar anspruchsvolle Kurven. Fahr gleichmäßige Runden und leiste dir keine Schwäche. Das werde ich nicht. Los, los, komm, grünes Licht! Oh Gott, der Start war ja mal madig. Geh ihm beiseite, Mann. Alter. Alter. Er soll hier beiseite gehen. Komm jetzt hier, Sprintduell, Sprintduell. Oh, ich bin schon vorne. Der S3, der zieht. Jawohl, der S3, der zieht richtig durch hier. Also ist schon mal ein guter Kauf. Jawohl, und ich bin Fahrerlevel aufgestiegen. Ja, Leute, entschuldigt mich, wenn ich hier nicht so viel erzähle. Denn ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren und ich weiß auch, wow, ich weiß auch nicht genau, was ich noch sagen soll.
Also bis jetzt. Eine Kaufempfehlung. Der Gran Turismo Markt, der mag auch das. Deswegen sag ich, es ist irgendwie vom Gameplay her, finde ich, ein Tick reeller. Einfach. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es einfach wirklich ein Schuss reeller von der Lenkung her, von meinem Lenkrad her. Und, super gemacht, Mann. Ja. Wirklich super. Trophäe, geschafft. Und noch eine Trophäe Pfadfinder, Leute. Und aufgestiegen, jawohl. Neue Lackierung. Und $3000 Geldbonus. Okay, Leute, das war's dann mit dem dritten Part von Let's Play Shift 2 Unleashed. Ich hoffe, man sieht sich im vierten Part wieder. Ciao, Leute.